Die Minecraft-Community hat schon einige bemerkenswerte Projekte gemacht. Gerade wenn es um YouTuber geht, die wir besonders mögen, gibt es einige Dinge, die Abonnenten bereit sind zu tun. Darum habe ich eine Eintrittskarte per Post erhalten, um den Paluten-Freizeitpark als Ehrengast zu besuchen. Hä? Ist das hier der Eingang? Ah, Kiro, du bist endlich da. Hier, du bist endlich da. Warte mal, du bist der Erbauer, Harnling? Ja, ich habe diesen Paluten-Freizeitpark erbaut. Welche Fahrgeschäfte gibt's denn? Also, es gibt einen Teller-Dreh-Dings, dann gibt es eine krasse Wasserbahn. Eine gefährliche Achterbahn und ein Paluten-Riesenrad. Oh, und das funktioniert auch? Also das lässt sich drehen? Ja, natürlich, aber das zeige ich dir später in Ruhe. Können wir dann loslegen jetzt? Ja, aber willst du nicht vielleicht erstmal ein Ticket kaufen? Ich dachte, ich werde eingeladen. Nee. Dann kaufe ich hier bei dem drehenden P für Paluten hier die Tickets. Hallo, ups. Komm mal einmal nach vorne, warte. Wir haben hier einen Mitarbeiter. Hallo, geht's nach vorne? Moment. Jimmy, komm, Kunden, hör jetzt auf da zu spielen. Was passiert da drin nur? Leute, habt ihr eine Ahnung? Wo ist der Mitarbeiter Jimmy? Ja, hallo, ich bin Jimmy. Hier vorne getroffen. Hier liegt ein Kuchen, Jimmy. Ja, kauf einfach ein Ticket, Mann. Ja, hier, ich zahle mit einer goldenen Karotte, ist das okay? Ja, danke. Hier, Du klingst auf einmal Karte. Nicht mehr wie Jimmy, wer bist Karte. Du? Karte. Danke, Jimmy. Ich hol wieder Harnling. Okay. Yo, ich hab verkauft. Yo, danke, Jimmy. Sie reden gerade hier hinter dem Geschäft. Ich hoffe, er bringt Harnling wieder. Ja, was ist eigentlich mit der Gehaltserhöhung? Jimmy, du kannst nichts. So, geh wieder an die Arbeit. Okay, Kiro. Oha. Also, die Tour kann losgehen. Geht's Jimmy gut? Was ist mit ihm passiert? Ja, der macht eine Mittagspause. Okay. Also, wir haben hier die allererste Attraktion, und zwar drehende Tasten. Ich sag dir eine Sache. Ja. Und zwar hat der Jimmy, das war nicht ich, ne? Der Jimmy hat hier unten wieder nicht WD-40 angebracht. Der hat da wieder nicht geölt. Deswegen drehen die Tasten sich heute nicht mit. Oh. Weiß nicht, was das Problem ist. Aber die Platte dreht sich. Oh nein, jetzt ist es hängen geblieben. Nein, das dreht sich doch. Moment, was passiert hier? Nichts, so, das ist ein Anzeigefehler bestimmt bei dir. Oh, jetzt. Ja, okay, dann setz dich mal drauf hier. Ich setz mich drauf und wir fahren mit den Teller. Das ist so cool. Was ist Paluten-Skin? Ja, wir sitzen hier wohl auf die Kürbisse hier. An Paluten angelehnt. Ich meine, da hinten sehen wir auch seinen Riesenkopf. Die drehen sich doch mit. Wie, was? Deiner dreht sich doch mit. Deine Tasse dreht sich mit. Ich bin der Auserwählte. Aber das dreht sich irgendwie nicht so schnell, oder? So, oder soll das so? Warte mal, okay, ja, na dann. Kannst du ein bisschen schneller machen, Harnling, oder? Oh! Alter! Stopp, mir wird schwindelig. Ja, okay. Ein Runde rückwärts. Ey, wie krass ist das denn? Ja, also eigentlich ist das nur entspannt. Ja, okay. Aber mir gefällt auch so dieses Setting, weißt du, hier so entspannt am Wasser. Man sieht den riesen Palutenkopf vom Riesenrad. Ja, das Freedom-Dorf ist das hier, würde ich sagen. Das Freedom im Dorf. Das klingt süß. Gehen wir jetzt mal hier die Lego-Technik anschauen. Ich bin gerade mal unten in dem Geräteraum, da wo Jimmy nicht hin darf. Das sieht schon extravagant aus. Ich würde das gerne in Vanilla-Minecraft eigentlich haben. Möchtest du denn die nächste Attraktion sehen, Herr Kirodeschenko? Ich möchte erstmal hier, das ist also die Kabine, wo die Tickets verkauft werden für... Ja, hier verkauft Jimmy, wenn er mal keine Mittagspause macht. Okay. Verkauft er hier die Tickets. Hier einmal, Mr. Harnling, kriegen Sie ein Ticket, dann können Sie hier einen Teller aussuchen und bis abends halt sich drehen, gell? Tschüss. Danke. Ja, Mann. Was haben wir hier drüben als nächstes? Das sieht schon sehr interessant aus. Das hier ist... das ist gar nicht der richtige Weg hier. Das ist gar nicht der richtige Weg hier. Komm mal mit dir. Geh mal da diesen Weg lang. Ja, ich gehe den Weg lang. Will ich mal kurz weg. Guck mal da hinten. Wow, guck mal die Aussicht. Ey, wir haben hier die Aussicht ist echt wunderschön. Ich frag mich nur, was hinter mir passiert. Und ich guck im F5 auch nicht nach, dass da irgendwie irgendwas passiert. Hallo, wollt ihr jemand ein Ticket? Oh, Jimmy! Warte, wie komme ich denn hier hoch? Jetzt hier. Ah, Jimmy, hallo. Schön, dass dich wieder zu sehen mit deinem Buzzcut. Ja, schön. Guten Tag. Hast du Koteletten? Das sieht schön aus. Ja. Elvis Presley ist mein Vorbild. Oh. Möchten Sie ein Ticket kaufen, ne? Ich hab Bock auf ein Ticket, ja. Ich zahle sogar in einer goldenen Karotte. Ja, Mensch, das ist ja was ganz Kreatives. Dann haben Sie hier einmal das Ticket. Schönen Dank. Viel Spaß. Ja, danke. Auf der Edgars Wasserbahn. Edgars Wasserbahn nennt sich das hier, okay. Da ist sogar... Ist das hier Edgar, der da hier fährt? Nein, das ist Edgar Junior. Okay, und wer kommt da? Das ist Edgar Junior. Ja, aber das ist... Gibt's zweimal Edgar Junior? Okay, ich fahre jetzt hier mit. Zack! Oh! Ey, wie cool ist das denn gemacht? Ey, wer steht denn hier? Das ist Edgar! Das ist der originale Edgar! Es ging direkt runter und nochmal runter. Hui!
Oh, Hanik, Jimmy kommt sogar mit. Ich finde es sogar eigentlich ganz praktisch, dass man nur ein Ticket kaufen muss und dann kann man hier ewig lang rumfahren. Finde ich toll. Finde ich gut gemacht von dem Park. Das müssen wir nochmal überarbeiten. Jimmy, ich komme. Ich will mir jetzt Edgar mal noch anschauen. Oh. Einen dürfen Sie nicht anfassen, das ist nur ein Replika, der Edgar, der ist, Dienstreise. Bruder, du weißt, der verdient so viel Kohle hier mit dem Park. Der Edgar, der chillt doch hier nicht, ne? Das ist fake. Jimmy, bist du plötzlich im Stimmbruch? Jimmy? Hier ist er übrigens tot, tot durch Amboss. Tot also, durch Amboss. Wenn jemand Faxen macht, ne, dann... Oh, das sieht gefährlich aus. So, ich hole mal jetzt wieder Hans Link. Bis gleich. Okay, bis gleich. So, der freundliche Jimmy holt jetzt wieder Hans Link. Wir chillen hier noch ein bisschen bei Edgar. Yo, was geht? Ey, du hast gerade voll viel verpasst. Ich finde jetzt hier von außen noch beobachtet, sieht diese Wasserrutsche super cool aus. Möchtest du mal einen kleinen Blick in die Technik von der Wasserbahn hier? Oh, sehr spannend. Ja, will ich. Ja. Definitiv. Guck mal hier. Hin. Das ist geil. Guck mal hier, guck mal schnell. Da fährt eine Lore quasi. Ui. What? Und die Lore glitscht sich hier dadurch, durch die Create-Mode ist das hier gemacht. Der glitscht sich quasi da durch die Blöcke durch und deswegen kann da oben Wasser sein und trotzdem funktionieren die Loren. Also es ist eine sehr interessante Technik. Ja, man sieht es hier gerade, ja. Ja, die Technik ist auf jeden Fall ziemlich interessant von dieser Mod. Ich hoffe, es gibt eine Möglichkeit herauszufinden, wie man das nachbauen kann. Ich hoffe, das gibt es. Vielleicht haben wir am Ende dieses Videos eine Überraschung und können zeigen, wie das funktioniert. Was willst denn du jetzt zuerst? Willst du jetzt hier für die Spannung als letztes Paluten das Riesenrad, dass ich das anschmeiße? Oder willst du zuerst die Achterbahn? Wir machen die Spannung ganz groß und halten es für das Finale, wenn wir die Achterbahn betreten und gucken, ob sie sich überhaupt bewegen kann. Deswegen gehen wir hier erstmal zu der super gefährlichen Achterbahn. Wo muss ich einsteigen? Wo gibt's hier was? Entschuldigung, Sie müssen erstmal... Oh, Jimmy! Jimmy, willkommen zurück. Ich zahle mit einer goldenen Karotte. Okay. Hier ist Ihr Ticket. Oh, danke schön. Wem gebe ich eigentlich das Ticket? Das verstehe ich noch nicht ganz. Jimmy, hier ist mein Ticket. Ich möchte einmal fahren. Vielen lieben Dank. Ich gebe Ihnen einmal eine Lore. Wo ist denn die Hannelore? Lore? Hier setzen Sie sich rein. Wollen wir zusammen fahren? Ups. Entschuldigung, Jimmy, das wollte ich nicht. Okay, es geht los. Oh Gott, wir fahren rückwärts. Nein, was passiert hier? Jimmy, rette mich. Jimmy! Ich hab Angst, es ist so schnell! Oh, jetzt rein in die Achterbahn! Rein in die Achterbahn, Mann! Und let's go! In die Richtung? Let's go! Wir fahren los! Oh, es geht links und dann... es geht sehr steil nach unten und nochmal! Oh! Ich hab einen Kribbeln im Bauch! Oh, Junge, es ist so schnell! Und jetzt springt. Oh, ich habe, by the way, kurz bei der Fahrt kurz mit Jimmy, ne, kurz mich ausgetauscht. Achso, du bist ja plötzlich wieder du bist Hanling. Ey, das krasseste Riesenrad, was du jemals gesehen hast. Ich bin super gespannt, ob sich das jetzt drehen wird. Ich denke mal ja. Schreibt auf jeden Fall vielleicht jetzt in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das Riesenrad sich drehen lässt. Der Jimmy muss kurz, ne, ein bisschen WD-40, bisschen ölen da oben, das Ganze. Hol den mal kurz. Jimmy, du hast jetzt genug gepinkelt da. Komm mal hier raus. Oh, der Handling ist schon sehr streng mit Jimmy. Oh, aber da ist er. Jimmy! Okay. Ja, es geht ab. Ich öle das ganze Ding jetzt mal. Okay. Jimmy, was machst du da? Ich gehe da hoch, Alter. Was soll ich machen? Nee, warte mal, ich mach vielleicht die Technik kaputt. Ich geh lieber da hinten. Jimmy, pass aber auf, dass du nicht runterfällst. Jimmy, was tust du da? Ja, okay, ich öle das Ding jetzt mal hier. Aber du bist auf den Holzbalken. Was willst du da ölen? So, und läuft. Oh mein Gott. Das bewegt sich wirklich. Ich hätte damit gerechnet. Dann komm mal drauf hier. Das Riesenrad bewegt sich. Kann man sich hier irgendwo draufsetzen oder kann ich jetzt einfach nur zusehen? Du musst so draufspringen und draufbleiben. Das ist die Challenge, ne? Ja. Ey, die Lampen sind falsch rum. Okay, ich gehe auf den Balken hier. Oh, das funktioniert. Ja, das ist krass, oder? Und dann können wir gleich einmal, wir müssen gleich einen eleganten Jump hinlegen. Ja. Und let's go. Ey, wie schnell ist man denn hier? Also, das macht Spaß. Man kann ja super schnell hier hochrennen. Ja, da ist ein bisschen zu viel Öl von Jimmy dran. Oh, schnell hier, schnell. Oh! Ich hab's gerade noch geschafft. Hey, Moment, da sind Sitze. Ah, stimmt, da sind Sitze. Ja, doch, da sind welche. Hey! Oh nein! Oh, wir kleben gleich. Oh nein, Hanik! Mein Kopf! Zeig mal, dass Jimmy das richtig schnell machen kann. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Oh! Wie schnell! Ich komm gar nicht mehr raus. Wir haben auf jeden Fall eine Überraschung für euch. Und zwar hat Hanik auf seinem Kanal gezeigt, wie er das Ganze hier gebaut hat. Deswegen schaut unbedingt auf seinem Kanal vorbei. Das Video ist verlinkt. Lasst am besten ein Abo da, like das Video und tschüss. Tschüss auch von Jimmy.